MEV 20 hast du dich vorrangig mit dem Thema Forensik auseinandergesetzt. Also quasi das Abbild eines Computers auseinandernehmen, rausfinden, was alles so drinsteckt. Ja, Was vor allem die genau, Festplatte. die Festplatten vor allem anzugucken, was genau war der Sinn davon? Warum haben wir das jetzt für diesen Schwerpunkt gemacht? Also mein Hauptziel ist die Sensibilisierung der Leute, denen ein bisschen mehr zu zeigen, was sie da tagtäglich im Zweifelsfall mit sich rumtragen und was ihnen eben auch abhanden kommen kann, wenn sie zum Beispiel mal ein Notebook verlieren oder es ihnen geklaut wird. Ich glaube nämlich, dass die meisten Leute das tatsächlich sehr stark unterschätzen. Also ich selber war auch überrascht davon, was für Informationen ein Profi da tatsächlich innerhalb relativ kurzer Zeit zutage fördern kann. Und das geht also über Detailinformationen hinaus. Da ist zum Beispiel dieser Artikel Wer ist Miriam, wo ein Profi zeigt, wie er innerhalb von weniger als einer Stunde, die er irgendwie auf so einer Festplatte gezielt rumstöbert, tatsächlich ein sehr, sehr detailliertes Profil einer Person, einer Persönlichkeit entwickelt. Das ist also faszinierend, wie auch beim Lesen des Artikels so im Laufe der Zeit tatsächlich so ein Bild vor dem geistigen Auge entsteht von einer Person mit Stärken, Schwächen, Vorlieben und Ähnlichem. Und das alles hat jemand, der Zugang zu dieser Festplatte hat, quasi auf dem Silbertablett. Du sagst jetzt immer Profis. Wir haben ja aber eine DVD auf das Heft gepackt. Da sind, glaube ich, ein Linux-System, das Deft und noch Windows-Tools, die heißen Dart, witzigerweise dann auch noch drauf. Das ist jetzt aber nichts für die Experten oder muss ich Profi sein, damit ich irgendwas damit anfangen kann? Nein, also man kann diese Tools auch durchaus als Laie einsetzen und wir geben auch die Anleitung dazu, wie man das also möglichst zielführend macht. Aber Deft und Dart richten sich schon an Profis auch. Das ist also dem System schon anzumerken und es ist nicht so richtig rund. Also es ist nicht, man darf nicht allzu viel Komfort erwarten an vielen Stellen, insbesondere bei dieser Linux-Distribution. Da sind doch sehr viele Kommandozeilentools, mit denen man in irgendwelche Infos extrahieren muss. Aber die Arbeitsweise, die wir jetzt vorstellen in unseren Anleitungen, schauen Sie sich doch mal selber auf die Platte, unterscheidet sich natürlich ganz wesentlich von dem, was ein Forensiker tun würde. Also ein richtiger Profi würde nie einfach so eine Platte an so ein Untersuchungssystem anstecken und dann mit diesen Deft- oder Dart-Tools darauf loslegen, sondern da ist zwingend vorgeschrieben, dass man eben einen Schreibschutz dazwischen steckt, sodass also sichergestellt ist, dass man bei der Spurensuche nicht unter Umständen Beweise vernichtet oder so verändert, dass sie danach eben nicht mehr brauchbar sind. Okay, das heißt aber, bei dem Linux-Programm muss ich mit Kommandozeilen arbeiten, hast du gesagt. Zum Das Teil, es gibt auch Windows. ein paar grafische Tools, aber je tiefer man einsteigt, desto eher besteht die Gefahr, dass man dann eben doch auch mal Kommandozeilentools einsetzen muss. Fühlt man sich auch schneller wie ein Profi. Bei dem Windows-Tool habe ich gesehen, das ist wirklich so ein bisschen browserartig. Da kann man sich so durchklicken und dann halt schauen, was fördert das zutage. Genau, das ist im Wesentlichen eine Toolsammlung und da gibt es so ein Menüprogramm, das also die einzelnen Programme kurz vorstellt mit einer kurzen Beschreibung und dann kann man die mit einem Mausklick entweder als Administrator oder als normaler Nutzer starten. Und die meisten Tools, die da in Dart versammelt sind, das sind tatsächlich Windows-GUI-Programme, die dann halt speziell auf einen Einsatzzweck zugeschnitten sind, also zum Beispiel alle in Browsern gespeicherte Passwörter zutage fördern oder Verlaufslisten von Browsern analysieren oder Mails extrahieren und solche Geschichten eben. Okay, wenn ich jetzt gesehen habe, was alles auf meinem Rechner zu finden wäre, wenn jemand mit böser Absicht zum Beispiel draufschaut, geben wir irgendwelche Tipps, was man dann tun sollte? Also ist Verschlüsselung irgendwie die Lösung? Also theoretisch könnte man natürlich hergehen und anfangen, Spuren zu vermeiden. Aber meiner Ansicht nach ist das nicht wirklich zielführend, weil diese Informationen, die die Spuren eigentlich darstellen, die dienen ja in aller Regel einem konkreten Zweck, und zwar einem, den man haben möchte. Als Beispiel Browser. Natürlich könnte ich die ganze Zeit im privaten Modus surfen. Dann würde der Browser keine Informationen darüber speichern, welche Webseiten ich aufgesucht habe und so weiter. Das Problem wäre, ich müsste danach jede URL einzeln von Hand eintippen. Ist nicht unbedingt das, was man haben möchte. Man will Bookmarks haben und man will eben auch
im Zweifelsfall sehen können, was war nochmal die Seite, die ich da gestern aufgerufen habe, weil ich habe die schon wieder vergessen. Das sind Sachen, die man haben möchte. Das heißt, die aus meiner Sicht zielführende Art und Weise, sich da zu schützen, sich seine Privatsphäre zu schützen, ist, die Festplatte zu verschlüsseln. Komplettverschlüsselung der Festplatte sorgt dafür, dass du das System nach wie vor ganz normal benutzen kannst, aber jemand, der das in die Finger bekommt, gesperrt in die Finger bekommt, also nicht im laufenden Betrieb sich an die Tastatur setzen kann und irgendwas dran machen kann, sondern eben zum Beispiel dir ein Notebook klaut, das ausgeschaltet ist, oder aus der Wohnung einen Rechner klaut und mitnimmt, der sieht nur noch Datenmüll und hat also keine Möglichkeit, an die Daten ranzukommen. Das heißt, dann würden auch die Experten eher dumm dastehen und auch nicht wissen, wie sie es machen sollen. Ja, das ist tatsächlich so. Die müssten also im Zweifelsfall dann irgendwie die Verschlüsselung knacken. Und ja, der Standardweg, eine Verschlüsselung, eine Komplettverschlüsselung der Festplatte zu knacken, ist nicht die Verschlüsselung selber zu knacken, sondern das ist diese Dienstmädchen-Attacke, wo halt also jemand sich einmal Zugang zu deinem Rechner verschafft und einen Trojaner installiert, der beim nächsten Mal, wenn du den Rechner startest, dein Passwort mitprotokolliert, das irgendwo auf der Festplatte in einem nicht genutzten Bereich zum Beispiel irgendwie ablegt. Und dann kommt das Dienstmädchen ein zweites Mal vorbei und nimmt dann den Rechner inklusive Passwort mit. Und derjenige, der den Rechner dann entgegennimmt, kann mit dem Passwort dann die Festplatte entschlüsseln. Das heißt, man versucht eben über Tricks an das Passwort ranzukommen. Andere Möglichkeit wäre natürlich irgendwie filmen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ohne Passwort gibt es kaum einen Weg, bei einer vernünftigen Verschlüsselung tatsächlich an die Daten ranzukommen. Noch eine letzte Frage vielleicht zu den Autoren. Das sind ja hoffentlich keine Hobbyschnüffler, die wir da als Autoren beschäftigt haben. Das würde mich zumindest so ein bisschen beunruhigen, weil es offenbar Leute gibt, die Spaß daran haben, auf anderer Leute Festplatten rumzuschauen. Was sind das für Leute? Wo kriegen wir die her? Was sind das für Menschen? Also ich bin da ziemlich happy, dass ich es geschafft habe, tatsächlich richtige Profis an Land zu ziehen. Also der eine, der Herr Rittelmeier, der ist tatsächlich Ausbilder, der bildet Forensiker aus, gibt Kurse für Forensiker bei der Polizei, und die Frau Lautenschläger, die den Zeugen der Anklage geschrieben hat, die arbeitet auch bei der Polizei in einer speziellen Abteilung, die nichts anderes machen als eben digitale Spurensuche und Beweismittelsicherung. Okay, klasse. Super. Danke.